Hallihallo, ich begrüße euch ganz herzlich mal wieder zu den Community-Projekten. Das letzte Video ist gut 2 Monate her, ich glaube sogar noch ein ganzes Stück mehr als das. Und seitdem hat sich einiges getan in der Community, wenn auch nicht extremst viel, aber auf jeden Fall ein bisschen was, sodass es jetzt mal wieder Zeit ist, euch auf den neuesten Stand zu bringen, was so die Community an Projekten offerieren kann, wo da der aktuelle Stand ist. Und wir fangen direkt an mit der Almtalbahn und von Freddy the Shepherd. Wir haben schon das ein oder andere Mal hier reingeguckt und es gab zu Beginn des Aprils die ein oder anderen neuen Screenshots. Hier sehen wir den Bahnhof von Wels und ja, da jetzt mittlerweile auch die BMZ-Wagen und die ÖBB 1116 ja im Spiel sind, durch die Semmeringbahn werden die auf jeden Fall auch auf dieser Strecke zu sehen sein. Im Fahrplan, das Ganze ist hier so geplant, dementsprechend der Bahnhof von Wels wurde nochmal umgebaut, sodass man tatsächlich mit der ÖBB 1116 rangieren kann, ne? Shunting Operations with the ÖBB 1116 und der Welser Hauptbahnhof soll auf jeden Fall weiter begehbar werden, ne, dass man noch viel weiter laufen kann, bevor da irgendwelche unsichtbaren Wände auftauchen. Wir schauen mal hier in die Screenshots rein. So sieht das Ganze hier aktuell in Wels aus. In-game, ja. Ne, und hier die Szenerie in Thalheim nimmt auch langsam Form an. Das Gleis, das hier entlang führt, eingleisig. Links und rechts davon schon mal Vegetationsobjekte. Die gleisnahen, ja, Gebäude, Szenerie und so weiter und so fort wurde jetzt auch schon hier gelegt. Der Fluss hat hier auch schon eine Wassertextur bekommen. Natürlich, das Ganze muss hier noch ausgefüllt werden, noch weiter mit Objekten, mit Vegetation und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, alles ist hier noch Work in Progress. Ein Veröffentlichungsdatum oder sowas ist noch nicht bekannt. Und wo und wie das Ganze veröffentlicht wird, natürlich auch nicht. Aber wenn es da irgendwelche Nachrichten zu gibt, hier bei mir auf dem Kanal, erfahrt ihr es natürlich dann sofort. Hier sehen wir auch diesen eingleisigen Bereich, schön mit Gras noch drüber gewachsen. Das Ganze, wie gesagt, alles Work in Progress. Ob das am Ende dann auch so aussehen wird, ob das geplant ist oder ob das noch vielleicht hier entfernt wird im Gleisbereich, das weiß ich nicht. Aber es kann natürlich sein, dass das Ganze hier etwas überwuchert sein soll. Hier nochmal ein bisschen näher dran, genau den Bereich, den wir uns angeguckt haben, hier in Thalheim mit dieser eingleisigen Strecke, schön an dieser Fabrik vorbei. Ne, die ein oder anderen Häuser daneben, Bäume. Und dann geht es hier so schön um die Kurve herum. Und der ganze Bereich, der wird natürlich noch weiter ausgefüllt werden. Hier die andere Seite der Fabrik mit dem Bahnübergang. Hier die Gleise, die so einmal die hier drüber gehen. Ah, okay. Also hier ist das, glaube ich, das Interessante, dass das hier nämlich ein Gütergleisanschluss war oder ist. Und vielleicht heute gar nicht mehr tatsächlich in Gebrauch ist. Deshalb ist das hier so überwuchert und soll vielleicht so diesen Stand entsprechend darstellen. Ist ja leider realistisch, dass ja viele dieser Güteranschlüsse heutzutage ja nicht mehr da sind, nicht mehr funktionieren, nicht mehr gebraucht werden und dementsprechend auch sehr stark überwuchert sind. Genau, also so viel dazu. Wir wünschen natürlich ganz viel Erfolg weiterhin. Und wenn es neue Nachrichten dazu gibt, dann erfahrt ihr sie hier. So, richtig sprechen muss man können. Wir gehen weiter zur Oberwesternwaldbahn von meinem guten Freund dem Robert Schulz, der ein kleines Update gegeben hat zur Station, zur ersten Haltestelle nach Limburg, nämlich Diez Ost, und hat dazu ein bisschen was geschrieben. Ihr könnt das Ganze natürlich im DTG-Forum nachlesen oder hier das Video auch stoppen und dann mal kurz nachlesen, was er genau geschrieben hat. Wir schauen uns aber, glaube ich, am besten einfach mal die Bilder dazu an zu Diez Ost. Das hier soll das Bahnhofsgebäude von Diez Ost sein. Dieses Fachwerkgebäude ist an dieser Stelle nur ein Platzhalter. In Realität sieht das Gebäude noch ein bisschen anders aus, aber da hat der Robert Schulz auch dazu geschrieben, dass er das noch entsprechend anpassen möchte, ist aber jetzt erstmal für den Moment einfach nur zweckdienlich sein soll, damit ja die Szenerie schon mal ein bisschen Form annimmt. Schön sieht es auf jeden Fall hier aus, hier mit dieser Kirche. Ein Gefängnis ist, glaube ich, hat er auch geschrieben, kann man hier auch irgendwo an dieser Stelle noch sehen. Ich weiß nicht genau, welches dieser Gebäude das Gefängnis sein soll, aber auf jeden Fall kann man hier noch sogar eins sehen und das möchte er auch entsprechend nachbauen. Ne? Also sieht auf jeden Fall schon mal sehr schön aus. Plattform bzw. Bahnsteig auf jeden Fall schon mal ordentlich ausgeschmückt mit den ja, typischen Assets, die wir halt eben so kennen und brauchen, ne? Mit Sitzgelegenheiten. Mit Fahrkartenautomaten, mit Mülleimern, obwohl der Mülleimer hier ein bisschen tatsächlich im Boden versunken ist, das sehe ich gerade. Fahrgastinformationssystem und so weiter und so fort. Hier nochmal die andere Seite vom Bahnsteig Diez Ost. Diese Seite übrigens um einiges länger als diese Seite interessanterweise.
oder zumindest verschoben. Aber ich glaube sogar, dass der Bahnsteig etwas länger ist. Ja, ne? Also sieht auf jeden Fall schon mal sehr, sehr schön aus. Schon mal ordentlich Vegetation rechts und links. Also da muss man echt sagen, dieser Bahnsteig, der hat schon wirklich, also wenn ich mir den angucke, würde ich behaupten, der ist auch schon fertig. Ne? Also was so die Ausgestaltung angeht, ist das Ganze schon sehr, sehr weit an einigen Stellen. Ja, sieht auf jeden Fall toll aus. Hier noch ein paar mehr Screenshots. Ganz brühwarme Screenshots hier jetzt mit den entsprechenden Treppenabgängen, die noch hinzugefügt worden sind. Ja, ne? Also hübsch sieht das auf jeden Fall definitiv aus. Das Ganze wird hier natürlich noch kaschiert werden. Da bin ich mir ziemlich sicher, entweder kommt da Vegetation drauf oder irgendeine Stützmauer oder sonst was, was auch immer da in Realität ist, das weiß ich nicht. Aber ne, das Ganze wird auch noch angepasst werden hier, was auch immer das ist, ob das ein Kran sein soll oder eine Hebebühne, weiß ich auch nicht so genau, hier neben der Kirche. Aber ja, ne, ganz groß hier hinten noch so eine Art Funkturm, Fernsehturm, vermutlich in Limburg. Auch sehr markant auf jeden Fall, ein sehr ordentliches Landmark. Ja, sieht unfassbar gut aus bisher, gerade wenn man näher rangeht, die Details mit der Treppe und so. Das sieht alles wirklich ordentlich aus. Also da wirklich Hut ab. Das, ne, könnt ihr gerne selbst auch nochmal in den Kommentaren was dazu schreiben, wenn ihr wollt. Einfach mal sagen, so, wie findet ihr das hier in Diez Ost? Die Leute, die vielleicht aus dem Gebiet auch kommen, gerne mal immer mal wieder ein kleines Feedback zum Grad des Realismus auch geben. Ich bin mir sicher, der Robert Schulz, der guckt ja auch hier auf dem Kanal zu tatsächlich und ist halt immer wieder mit dabei. Der wird auch sicherlich die Kommentare interessiert dazu lesen. Also wenn ihr Feedback dazu habt, gerne in die Videokommentare hier rein oder direkt ins DTG-Forum an ihn adressiert. Ne? Hier einfach direkt in den Thread hineinschreiben. Funktioniert auch. Ja, genau, also so viel dazu. Dann einmal hier zum LP-Gamer, der einen neuen Fahrplan für Bremen-Oldenburg baut, und zwar einen 2024er Fahrplan. Und da hat er ein kleines Update gegeben. Ich glaube, wir haben uns das Ganze nämlich schon mal angeguckt. Das Projekt läuft schon seit längerem und jetzt gibt es hier auch ein kleines Update, dass auf jeden Fall die ersten Güterzüge jetzt auch hier mit dabei sind. Ihr seht, die 185 von Railion ist hier auch schon mal unterwegs durch den Bremer Hauptbahnhof. Und seit dem letzten Update hat er hat er ein Metronom-Repaint für die Dostos fertig gemacht oder ist dabei, eins zu bauen und eine neue Variante mit Intercity-Texturen. Vom guten Nick Hawk haben wir uns, glaube ich, auch schon mal zusammen angeguckt. Und die werden dann benutzt auf der Hälfte aller Intercity-Verbindungen zwischen Bremen und Oldenburg, ne, sodass wir praktisch den IC2 simuliert bekommen, zumindest was die Repaints angeht. Ja, auch die verkehrsroten Dostos und die 363 wird man in Bremen sehen können. Ein bisschen Shunting wird auch mit dabei sein. Ja, und aktuelle Anzahl aller Services im Fahrplan liegt bei 1067. Wobei nicht alle fahrbar sind, ne? Das sind auch viele, die nur von der KI ausgeführt werden, aber das ist schon mal eine ordentliche Zahl und die wird auch noch höher werden. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass da noch einiges mit dazukommen wird. Hier sehen wir es. Die Metronom-Dostos mit der vermutlich 146 hinten dran, vielleicht sogar eine 187 als 147 repainted, kann ich mir auch vorstellen. Wäre auch eine coole Idee. Ja, ne, Dostos 363er Baureihe, ist das nur 111? Ich glaube schon. Sehr schön, 425er auch dort unterwegs. Hier mit Nightjets Zürich nach Hamburg. Auch sehr, sehr schön, das hier mit dem ÖBB-Logo sogar drauf. 143er mit Güterzug und hier eine 101 mit den ÖBB Intercity-Wagen von der Semmeringbahn. Auch die sollen mit dabei sein. Also, ne, lieber LP-Gamer, auch wenn du das hier siehst, sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Mach weiter damit. Wir freuen uns sehr auf das, was uns noch erwarten wird. Dann gehen wir mal zum Thais053-NL, der das Projekt Münsterland und Ruhr-Nord hat und hat ein kleines Update gegeben von Wanne-Eickel. Wer schon mal in Wanne-Eickel war, der weiß, dass es nicht nur dort unfassbar hässlich ist an sich, aber der weiß auch vor allen Dingen, dass dort sehr, sehr viel, sehr, sehr viele Gleise liegen. Und hier hat er geschrieben, dass es tatsächlich ganze 3 Tage gedauert hat, Wanne-Eickel zu bauen. Das hier war noch ein Work in Progress, ne? Also hier
Der Bereich vom Bahnhof, vom Personenbahnhof von Wanne-Eickel und hier dieser ganze Bereich ist der Güterzugbereich. Da sind ganz, ganz viele Güterzuzüge, vor allen Dingen aber auch sehr viele Loks abgestellt. Und hier hat er dann ein paar Screenshots geliefert, wie das aussah. Hier noch ein kleines Update, hier mit noch mehr Gleisen, die dann hinzugekommen sind und hier mal das Ganze, wie es fertig aussieht. Und das können wir uns mal hier ganz kurz mal vergleichen mit Open Railway Map. Und da seht ihr schon, wenn man das direkt mal so nebeneinander hält, also es ist wirklich krass, wie viele Gleise hier liegen und auch wirklich sehr schön, dass er da auch so weit gekommen ist. Finde ich mal ein bisschen rauszoomen, dann passt das, glaube ich, ein bisschen besser. Also wirklich, wirklich unfassbar viele Gleise. Das wird sehr lange gedauert haben, das Ganze zu bauen. Aber ihr seht auch, es passt ja auch, ne? Also wenn wir das mal vergleichen mit beispielsweise hier diesem einen Gleis, das hier so nach links rausgeht, dann sehen wir auch hier dieses eine Gleis, das hier so nach links rausgeht. Oder dieses Gleis hier vorne, ne, auch das wird wohl, ich glaube, das hier sein. Ne? Ich glaube auch. Ich glaube schon. Ja, sieht auf jeden Fall sehr, sehr schön aus. Also gerne weitermachen. Gleise zwischen Wanne-Eickel Hauptbahnhof und Malsinsen sind zu 60% fertig, war einer der letzten Updates und dann hat er noch geschrieben, und zwar nämlich gestern, beziehungsweise wenn das Video rauskommt, vorgestern, ich habe ein Update zum Projekt, das Projekt wird kostenlos sein und kann daher kostenlos heruntergeladen werden. Ich habe mich dafür entschieden, weil ich sogar andere auffordere, Objekte herzustellen und ich daher nicht das Recht habe, die Objekte unter meiner eigenen Lizenz verkaufen zu dürfen. Das Ganze wird also tatsächlich nur für den PC dann auch erscheinen, zumindest Stand jetzt. Übrigens hat auch aufgefordert, falls es Leute gibt, die 3D-Objekte bauen können, falls irgendjemand von euch sowas machen kann, gerne sich bei ihm melden. Er hat da auf jeden Fall geschrieben, dass er da definitiv auch noch Hilfe braucht. Meine ich zumindest, dass das hier in diesem Thread war. Also ja, genau. So viel dazu. Dann ein kleines Update zur Strecke Hamburg-Hannover, die von Trainspotting Norden gebaut wird. Ein kleines Update um Hannover herum, das Ganze schon von Februar 2024, aber seitdem haben wir, glaube ich, nicht mehr zusammen hier reingeguckt in den Thread. Das hier sind die Gleise leading out from Hannover Hauptbahnhof towards Lehrte, also von Hannover Richtung Lehrte. Sieht das Ganze hier schon mal so aus. Ne? Es nimmt also langsam Form an. Oberleitung ist auch schon da. Ne? Sieht auf jeden Fall schon mal sehr, sehr, sehr cool aus. Auch hier schon mal die ganzen Assets, die hier verteilt worden sind. Klar, die Bodentextur und so, das Ganze wird noch sicherlich überarbeitet werden, aber das hat auf jeden Fall schon mal auch ordentlich Qualitäten. Sieht sehr, sehr gut aus. Dann gab es hier ein Update vom 14.04., also gerade mal ungefähr eine Woche alt, dass es immer weitergeht. Und er nun zwischen Hannover Nordstadt und Langenhagen Mitte baut. Ein bisschen Oberleitung fehlt an einigen Stellen, aber da ist er noch gerade dabei, das zu bauen. Und wird da definitiv dann damit weitermachen. Also sieht auch schon sehr cool aus, hier auf dieser überhöhten, auf diesem Bahndamm einmal hier durch. Ja, auch schon hier die ersten Stationen. Ich weiß jetzt nicht, welche Station das ist. Steht jetzt auch hier nirgendwo, aber ja, sieht auch schon mal auf jeden Fall passend aus. Sehr, sehr, sehr gut. Mal gucken, ob es sonst noch irgendwelche Updates gibt von ihm. Nee, genau. Also so viel dazu. Dann gehen wir mal weiter. Hier baut der Dan Lohmann 3930 für Salzburg-Rosenheim einen neuen Fahrplan. Und der ganze Post, der ist vom 4. März, also auch schon ungefähr einen Monat alt hier, der allererste Post. Und da sieht man auch schon, wie unfassbar viel Arbeit dort drin steckt, allein das Ganze mal sich zusammenzuschreiben und herauszufinden, welche Züge fahren wann, wo, um wie viel Uhr, wohin, wo halten sie nicht, und so weiter und so fort. Also hier sehen wir auch die ganzen Linien mit Railjet, Intercity, Eurocity, Euronight, CNL, Westbahn, die S-Bahn und so weiter und so fort. Auch die ganzen Züge, die dann dafür verwendet werden, wo die hinfahren, wo die enden, welche Züge da überhaupt fahren, welche Züge da vielleicht stattdessen genommen werden können. Ne? Also wenn man zum Beispiel hier mit der 182 von ÖBB fährt, dass man auch zum Beispiel die MRCE 182 stattdessen auswählen kann und so weiter und so fort. Ne? Also da steckt sehr viel drin. Ja, eigentlich fährt ja auch hier die Westbahn. Westbahn Flirt haben wir leider nicht. Und da hat er sich dazu entschieden, tatsächlich den Flirt von Luzern-Sursee zu benutzen. Also finde ich, es ist eine Entscheidung, die auch vollkommen fein ist, ehrlicherweise.
Ja, schreibt natürlich auch sehr viel hier noch zum Fahrplan, wo da auch die Schwierigkeiten sind. Aber ihr seht auf jeden Fall, wie viel hier schon drin steckt an Arbeit. Und was man hier dann sehen wird auf der Strecke, die 101 werden wir sehen, die 423 von München-Augsburg, 1116 vom Semmering, die 182, die 111 von Salzburg-Rosenheim, der 4024er, die 185 und so weiter und so fort, die 103, die 110, die 155. Ja, ne? Also selbst die Class 66 von Great Western Express wird da hier in irgendeiner Form wohl auftauchen. Ja. Also mega interessant, die Baureihe 403, also ne, ICE3 wird auch mit dabei sein. Eurocity-Formation mit der, ja eigentlich 1216 und hier wird es dann wohl die 1116 sein. Nach Verona, nach Venedig, nach Bologna und so weiter und so fort. Also wirklich unfassbar cool, was da so gebaut wird. Hier noch ein paar Screenshots, ein paar Testfahrten. Und was auch interessant ist, mittlerweile ist ja die Baureihe 218 ja, angekündigt worden von TSG. Und also das Ganze ist im Fahrplan Jahr 2013. Und da fuhr interessanterweise genau auf dieser Strecke zwischen München und Salzburg eine Baureihe 218, dahinter eine 1116, vermutlich abgebügelt. Dahinter dann, ja, also es ist ein Nachtzug. Hier haben wir die kroatischen Schlafwagen. Tatsächlich war ich schon mal in genau so einem Schlafwagen der kroatischen Staatsbahn, auch wirklich sehr cool, aber das erzähle ich vielleicht wann anders mal ausführlicher. Hier auch nochmal ein kroatischer Schlafwagen, hier ein Sitzwagen, hier dann ein City Nightline Schlafwagen, City Nightline, ich glaube, ja auch Schlafwagen und so weiter und so fort. Also auch wirklich sehr, sehr cool, was da so auf uns zukommt. Und ja, genau, also so viel dazu. Dann, wir haben uns das Projekt, glaube ich, schon mal angeguckt. Cottbus Berlin hat vom Emil 3734. Und da wird auf jeden Fall dran gearbeitet. Eine sehr, sehr lange Strecke. Ich schaue mal ganz kurz, wo es hier ein bisschen Work-in-Progress-Bilder gibt. Ja, also hier, das ist, glaube ich, Cottbus. Genau, Cottbus Regiowerk, Cottbus Hauptbahnhof. Die Gleise liegen da schon mal. Also sieht auch schon mal sehr, sehr cool aus. Hier, next update, tracks have been laid towards Lübbenau. Also hier Lübbenau, Radusch, Wetschau, Kunersdorf, Kollwitz, Cottbus. Also die Gleise liegen dann auch schon mal. Also jetzt nur die Gleise, ne, Szenerie und so fehlt dann jetzt noch komplett. Dann hier ein größeres Update. Die Gleise nach Königs Wusterhausen liegen dann auch schon mal. Königs Wusterhausen mit dem Hafen. Also, ne? Sehen wir dann hier die komplette Streckenmap, die bisher existiert. Von Cottbus nach Lübbenau. Hier Tropical Island ist auch mit dabei. Groß Koris, Bestensee, Zeesen und Königs Wusterhausen. Mit, ich glaube, das hier ist dann wohl die Hafenbahn oder sowas ähnliches. Ich kenne mich da gar nicht aus. Ich komme nicht aus Brandenburg. Daher verzeiht mir meine Unwissenheit dazu. Hier auch. Signale bei Cottbus. Ne? Sieht auch schon mal sehr cool aus. Und da wurde auch dazu geschrieben, dass Signale komplett fertig sind, ne? Und die jetzt an der Oberleitung arbeiten. Also wirklich auch sehr, sehr schön. Ja, also so viel dazu. Dann haben wir einmal, und das finde ich ein bisschen komisch, da weiß ich nicht so genau, was ich damit anfangen soll. Hier wurde ein Thread eröffnet von Nexus X-Craft, wo über Projekte von Nexus Craft, nennen wir ihn einfach so. Da gab es ja schon mal diese Quedlinburg, Ma diese Magdeburg-Thale-Strecke. Und hier wurde dann die Strecke Bad Harzburg-Braunschweig erstmal hier angekündigt. Und dann tatsächlich, ich glaube, 2 Tage später, nee, 3 Tage später, wurde dann geschrieben, dass Moment. Na, wo steht das denn jetzt? Ich muss es ganz kurz suchen. Genau, also hier, genau. Wir werden den Lin versuchen, aber wir haben schon für diese Strecke bei DTG angefragt, deshalb wird das erstmal keine Infos mehr kommen. Also das Streckenprojekt ist im Grunde genommen 2, 3 Tage, nachdem es angekündigt wurde, schon wieder eingestellt worden, weil DTG angefragt wurde, ob diese Strecke offiziell veröffentlicht werden kann.
Ich finde es etwas komisch, weil normalerweise ist das so, dass wenn man da in Kontakt mit DTG tritt, dass man erstmal gar nichts öffentlich dann erzählt, weil dann erstmal ja sowas dann nur noch über DTG geht, die Kommunikation, die offizielle Kommunikation zur Community. Dementsprechend, also ich weiß nicht genau, was ich damit anfangen soll, aber ich bin da gespannt, was da kommt. Ne? Bad Harzburg-Braunschweig ist bestimmt eine interessante Strecke. Aber ja, schauen wir mal, ob da dann irgendwie offiziell in den nächsten Wochen und Monaten was angekündigt wird. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, was da noch kommt von Nexus Craft. Ja, gut. Und letztes Projekt, das ich euch vorstellen möchte, und dann sind wir auch schon durch, weil wir sind jetzt auch schon gute 20 Minuten dabei. Die S-Bahn Berlin haben wir schon mal uns zusammen angeguckt. Das Projekt ist schon seit einiger Zeit in Bau, beziehungsweise wurde schon angekündigt. Und es wurde gesagt, dass im März 2024 dann mit dem Bau begonnen wird. Und da wir mittlerweile im April sind, kann ich euch Folgendes schon mal zeigen. Und zwar kam jetzt hier dieses Update, das wohl anscheinend zumindest die LiDAR-Daten, ne, also die Daten zur Geometrie schon mal eingefügt worden sind. Und wir sehen dann auch hier die Station mit Nikolassee, Wannsee, Grunewald, der Hauptbahnhof, Bellevue, Friedrichsfelde, Ost, Marzahn, Ahrensfelde und so weiter. Ich glaube, das ist nicht die ganze Strecke, da kommt noch einiges mit dazu, denke ich mal. Und ja, ne, also das ist auf jeden Fall ganz interessant. Das ist das einzige Update, das wir bisher haben vom Oschkeks dazu. Und wenn es dann noch mehr News dazu gibt, zur S-Bahn Berlin, dann werden wir natürlich da gemeinsam uns das Ganze angucken. Und dann gibt es noch eine ganz interessante Nachricht aus Ungarn. Und zwar ist hier diese Seite aufgetaucht, beziehungsweise die ist nicht aufgetaucht, die gibt es schon länger, trainsimulator.hu. Ja, das ist eine Webseite, die ist, glaube ich, im ungarischen Train Simulator-Bereich ordentlich etabliert. Ne? Die haben Repaints, die haben, ich glaube, sogar einzelne Fahrzeuge, die es in der Regel als Freeware zum Downloaden gibt. Die haben, glaube ich, sowas wie ein Forum auf Ungarisch auch. Jetzt gibt es aber mittlerweile die Option mit Train Simulator 4. Und wenn wir hier drauf drücken und uns mal angucken, was hier auf Ungarisch steht und es übersetzen lassen, dann steht hier: Wir kommen auf der Webseite von Train Simulator Ungarn. Der Inhalt befasst sich mit ungarischen Werken im Zusammenhang mit dem von Daftal Games veröffentlichten Train Sim World. Das Basisspiel, also das Programm DTG Train Sim World 4, können Sie auf diesen Seiten herunterladen und das sind dann die Weiterleitungen zu Steam und Epic. Und das ist irgendwie ganz interessant. Trainsimworld.hu. Ja, können wir uns mal zusammen angucken, die Webseite hier. Und das ist dann, da werden wir halt genau hier dann weitergeleitet. Trainsimworld.hu. Ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht einfach eine Seite ist, die wie so ähnlich wie Transom Community oder das Railsim Forum oder so, die einfach nur dazu da ist, um sowas wie so Mods und Repaints und sowas zu hosten, die mit Ungarn zu tun haben, oder ob tatsächlich hier eine Third Party dahinter steckt. Das würde mich allerdings ein bisschen wundern, weil ich habe es schon mal erwähnt, eigentlich werden dann Third Parties nur offiziell über DTG bekannt gegeben, zumindest neue Third Parties. Deshalb denke ich, ist das eher so eine Art Webseite, die ungarischen Content vielleicht hostet, aber wir halten Augen und Ohren offen. Vielleicht kommt ja doch noch was aus Ungarn. Ich kann mir eine Strecke nach Budapest sehr gut vorstellen. Budapest wirklich eine unfassbar schöne Stadt mit einem riesigen Bahnhof. Wenn da was dazu kommen würde, ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, ungarischer Train-Symbol-Content. Und es sieht für mich ein bisschen danach so aus, als sei das irgendwie so eine Art offizielle Third Party. Aber ja, mehr ist dazu jetzt auch nicht bekannt. Also das Ganze hier ein bisschen mysteriös mit Train Sim World Ungarn, aber nevertheless auf jeden Fall sehr interessant. Gut, das war's dann auch. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Geduld, dass ihr zugehört und zugeguckt habt. Wenn es wieder neue Updates gibt, dann werdet ihr sie hier bei mir hören. Ich bedanke mich. Macht's gut. Ciao, ciao.